3,5 Tonnen Stahl schwebten in Grebenstein durch die Luft. Mit einem Kran wurde dort das Gestell für eine neue Fußgängerbrücke an seinen Platz buxiert. Die Brücke führt über die Esse und verbindet Ober- und Unterstadt von Grebenstein. Sie ist der Ersatz für eine in die Jahre gekommene Stahlbetonbrücke neben dem Dreimännchen-Wehrturm. Während Markus Sondermann oben von der Stadtmauer den Stahlkoloss mit einem Tau auf Kurs hält, passen seine Kollegen Max Graf und Harald Böhm unten auf, dass das Brückengestell auch auf das Fundament passt. Millimetergenau bewegen sie das Gestell, bis es schließlich an der richtigen Stelle sitzt. Als nächstes kommt der Belag auf die Brücke und der Weg entlang der Esse wird neu gepflastert. Außerdem bekommt die Stadtmauer ein neues Gelände. Die ersten Fußgänger können im November über die Brücke laufen. Bis dahin soll sie freigegeben werden.